Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Freunde. Und zwar bin ich unterwegs als Paul Berger und ich bin jetzt hier beim Bootshaus von meinem großen Bruder angekommen. Denn Leute, ich habe die krasseste Business-Idee, die es jemals gab, Freunde. Ich weiß, wie ich bekannt, reich und gut aussehend. Okay, gut aussehend bin ich ja schon, Leute. Also Paul Berger ist Playboy schlichthin. Aber Leute, ich habe auf jeden Fall den Master of the Master Plans. Deswegen brauche ich aber ein bisschen Geld, Leute. Und ich habe hier einen großen Bruder, bei dem dieses Yacht-Business hier Boote verkaufen läuft eigentlich ganz gut. Ich werde ihn auf jeden Fall heute fragen, ob er mir ein bisschen Geld gibt. Ist auch nicht so viel, Leute. Lasst euch überraschen. Aber ihr müsst jetzt alle mal ein dickes Like da lassen. Abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke, um nichts zu verpassen. Und ich hoffe einfach, Max ist so korrekt und gibt mir Geld. Ich sag euch so, er schuldet mir auch ein bisschen. Also, ich bin ein guter Bruder. Ich habe mich gut benommen und der muss es auch mal machen. Jo, Max, was geht? Was geht? Jo, Paul Berger, was läuft? Was machst du hier gerade? 2, 3, 4. Ich zähle gerade die Jetskis nach. Die sind jetzt, ich mache mir hier diesen Jetski-Verleih. Ich muss zählen, ob die alle wieder zurückgebracht haben. Ach so, ja, das ist voll cool von dir. Hey, Max, okay, ja? Bei dir läuft ja voll gut. Ich sehe, da hinten stehen gar keine Boote mehr. Hast du alle verkauft oder was? Ja, ja, ich habe gerade alles verkauft hier, ja. Wow! Also hast du voll viel Geld gemacht, stimmt? Ja. Und wenn man viel Geld hat, dann weiß man ja nicht, wo man das hinstecken soll, stimmt? Doch schon, in Immobilien, Aktien, Kryptowährungen, Autos. Na, ja, aber wenn man viel Geld hat, dann kann man auch Geld teilen, stimmt? Ja, stimmt schon, ja. Und guck mal, ich bin jetzt hier und ich sag mal so, ich habe eine Geschäftsidee und ihr weiß ja, ich bin Businessman. Und ach. Ja, ich habe eine gigantische Geschäftsidee und die wird ein Leben verändern. Also wenn ich das mache, ich werde Multi-Millionär, ja? Aber ich kann dir nicht sagen. Was ist die Idee? Ich kann dir nicht sagen. Aber ich brauche von dir eine halbe Million, um das Geschäft zu starten. Und wenn du sie mir jetzt gibst, dann gebe ich dir das zurück. Da will ich aber erstmal wissen, wo rein ich da investiere. Leute, das kann ich nicht. Kann ja jetzt nicht hier blind Geld investieren. Das kann ich nicht sagen, okay? Das ist. Dann kann ich dir auch kein Geld geben, Paul Berger. Max, ich will ein Song aufnehmen und Musik und Konzerte geben und ich gehe auf Tour. Und wir haben doch in unserem Haus ein Tonstudio, dafür brauchst du keine halbe Million. Doch, gib mir eine halbe Million. Ja, dann zeig mir doch erstmal den Song. Oh nein, Leute, der ist voll hartnäckig. Ich hab mir was ausgedacht. Meiner Bruder, ey, Paul. Ja, okay, ich zeig dir den Song, okay? Ich zeig dir den Song. Ja, warte. Hey, hör mir mal zu. Ja. Schau mal, ich bin gern bereit, dir Geld zu geben und in dein Business zu investieren. Dir stehen alle Türen offen, so, ne? Ich unterstütze dich. Aber das muss was Vernünftiges sein, ne? Ich kenne dich, du hast auch schon oft Scheiße gebaut. Ja, wenn du mir hier nicht sagen willst, okay, für was du das Geld brauchst, dann gebe ich dir nichts. Okay, dann will guck dich hier mal um. Ich habe mir auch alles selbst erarbeitet. Ja, und du kannst ja auch, aber dann musst du was Vernünftiges machen. Dann will ich Rapper werden. Kannst du mir eine halbe Million geben? Ich brauche Eisoutkette, Ferrari und ein bisschen Posen mit Ladies. Ja, du kannst Rapper werden und ich unterstütze dich auch dabei, aber da will ich erstmal hören, ob du auch gute Lieder machen kannst. Ja, okay, hier ist mein Song. Yo, 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 was geht? Paul zu den Berger. Da ist ein Stripper. What? Wie, das war jetzt alles. Du hast einen Reim gesagt. Ach so, ich habe nur nichts zu Ende geschrieben. Der Song ist noch nicht fertig, ja? Okay, warte. Ich habe auch einen Song für dich. Paul Berger will mein Geld, yeah, aber er kriegt von mir nichts mehr. Haha. Ja, das hey, Leute, Max ist auf jeden Fall. Wir müssen uns was einfallen. Max, guck mal. Ja? Guck mal, hier fehlt ein Jetski. Komm mal her. Guck mal, geh mal. Nein, ich hab nachgezählt. Das sind 8 Stück. Nein, guck mal, hier am Rand liegt irgendwas. Guck mal hier. Was ist das? Hä, was ist da? Ey, was soll das? Ja, das hast du davor, wenn du mir kein Geld gibst. Okay, Leute, jetzt müssen wir abhauen. Paul Berger. Ey, kleiner Bruder, ich weiß, wer heute Hausarrest bekommt. Hey Mann, Leute, ich brauchte unbedingt Geld. Ich wollte ein Business starten, Leute. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich wollte auf jeden Fall ein Business starten, hab's aber nicht geschafft, Leute. Ey, und ich weiß wieder nicht, ich bin wieder an einem Punkt angekommen, wo ich nicht weiß, wie ich Geld verdienen soll, Leute. Und jetzt habe ich noch ein Jetski von meinem großen Bruder geklaut, weil ich wütend war. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Okay, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß ja auch nicht, was ich... Warte mal, was ist das hier? Da ist irgendein... Da ist jemand gestrandet, braucht er Hilfe oder so? Hallo, hallo, machen Sie auf! Wasser raus! Wasser raus! Ich hab mich hier um. Hallo, geht's dir gut, Alter? Oh, mein Kopf, du hast mich gerettet! Ja, kein Problem, Alter, hier zufällig auf Jetski steht auf Lifeguard, ich bin wie Sanitäter und alles drum und dran. Viel Glück dabei, warte mal, kleiner Junge, warte mal! Ich schulde jetzt was! Was denn? Ich komm mal zu meinem
zu meinem Haus. Ja, genau, komm zu meinem Haus. Ich geb dir da was dann. Wir treffen uns da in 3 Stunden. Ah, der hat mir irgendeinen Zettel in die Hand gedrückt. Das ist ein ganz merkwürdiger Typ, Leute. Wir haben den gerettet. Ich glaube, der ist halt kurz tauchen gegangen oder so. Und er will mir irgendwas geben, wenn ich zu seinem Haus komme, Freunde. Aber ich sag euch ehrlich, wieso sollt ihr zu seinem Haus gehen? Habt ihr etwa 500.000 für mich oder Cash in mein Tasch oder was? Aber ich weiß ja, eigentlich hört sich das nach einem witzigen Abenteuer an, mal zu gucken, was das für ein Typ war überhaupt. Und wir gehen da mal einfach hin vielleicht. Aber dafür brauchen wir ein Auto, weil sein Haus ist wahrscheinlich nicht im Wasser. Wir besorgen uns jetzt erstmal ein Auto, Leute. Wir parken jetzt unser Jetski hier, laufen schön zum Parkplatz, holen uns ein Auto. Da vorne steht sogar eins und fahren mal dahin, wo er hin wollte, Leute. Das ist echt merkwürdig. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall gerade unterwegs zu diesem komischen Haus, wo er hin wollte. Und irgendwo hier muss es sein. Alter, guckt euch mal diese riesigen Plakate an. Wie sehen die denn aus? Aber wartet mal, das Navigationssystem sagt hier nach links, Freunde. Wieso muss ich hier nach links? Das ist so eine Baustelle oder so. Warte mal, ich steige jetzt mal hier aus. Ich laufe jetzt mal hier. Hier sollte es sein, Freunde. Warte mal, da steht wirklich irgendein Haus. Hallo, ist jemand? Wer macht denn hier so einen Lärm? Leute, von wo kam der? Du kleiner Mann schon wieder. Ja, warte mal. Du hast gesagt, dieser Kunde schuldet mir was, Alter. Ah, stimmt. Du bist doch der, der mein Leben gerettet hat. Stimmt. Genau, der bin ich. Was hast du? Pass auf. Ja? Ich schulde dir ja was, ne? Ja. Und ich hab ehrlich gesagt ein Geschäft. Gib mir Geld einfach, bitte. Wie Geld? Ja, du kannst ein Geschäft von mir haben. Den McDonalds-Laden. Was soll ich mit dem McDonalds? Gib mir 500.000, dann passt es auch. Aber wenn der Gewinn macht, dann teilen wir uns den. Was hältst du denn davon? Aber was willst du von mir, du Clown? Willst du jetzt den McDonalds-Laden oder nicht? Hey Leute, eigentlich eine gute Idee, ein bisschen Geld zu. Ja, aber ich will nicht teilen, was soll das? Ja, dann teile halt nicht, dafür hast du mein Leben gerettet. Aber ich komm mal vorbei und schau, wie die Burger sind, ja? Ja, und ich krieg jetzt einfach McDonalds. Was, das Kleingedruckte? Na, hier hast du einen Vertrag, lest den durch, unterschreib und dann gehört er dir. Leute, da gibt mir irgendeinen Vertrag in die Hände. McDonalds. Ich hab auch so viel zu lesen, Leute, ich sag euch ehrlich. Okay, gib mir den Schlüssel. Ja, du weißt, wo der ist, ne? Da beim Möbelpark. Gib mir den Schlüssel, danke. Hier, bitteschön, da, nimm. Alles klar, du Clown. Hey Leute, ich habe gerade einfach McDonalds bekommen von irgendeinem komischen Clown, der in einer Baustelle wohnt, den ich gerade eben noch gerettet hatte. Ich weiß nicht, Leute, das klingt ein bisschen unreal, aber es wird Zeit, einfach ein Business zu starten. Und wieso nicht mit einem McDonalds, Freunde? Ich würde sagen, wir fahren jetzt am nächsten Tag zum McDonalds hin, gucken uns das Ganze an. Das sollte hier stehen, Leute, aber es ist gerade Nacht, Abend. Wir müssen noch schlafen gehen. Aber hier ist der Laden, Leute. Mal gucken, warte, ich teste mal kurz, ob der Laden aufgeht, Freunde. Da ist sogar noch einer drinne. Die Tür ist ja offen sogar. Entschuldigung, hallo? Big Mac. Hallo, Entschuldigung. Big Mac. Ja. Big Mac. Digga, was geht hier ab? Ja, Big Mac. Alter, was geht? Der hat mich gerade getreten, Alter. Was ist das? Hallo, können Sie mir bitte helfen? Der hat mich gerade getreten. Geh hier schnell raus, Junge. Geh, solange du noch kannst. Okay. Ich geh hier mal. Irgendwie sehr merkwürdig, aber es waren auf jeden Fall die richtigen Schlüssel, glaube ich. Warte, ich versuche mal abzusperren. Da könnt ihr ja gar nicht raus, Leute. Warte mal, ich sperre die mal kurz ein. Hey, ihr Idioten, kommt mal an die Tür. Ich hab euch eingesperrt. Ey, da kommt irgendwie ein Big Mac her. Ich will den Big Mac haben, Mann. Ey, der kommt wirklich nicht los, Leute. Der kommt wirklich nicht los. Ey, was ist denn? Wo kommt der Penner plötzlich wieder? Ja, versuch doch mal rauszukommen. Ich hab euch eingesperrt, ihr Idioten. Junge. Mann, ich will den Big Mac haben. Junge, mir zu. Nein, ich hör dir nicht zu, Alter. Mir zu, es war ein Fehler, hierher zu kommen. Ja, Leute, ganz komische Leute auf jeden Fall. Wir haben hier ein McDonald's und wir haben die Schlüssel davon. Ich würde sagen, um die Penner und diesen komischen Typen kümmern wir uns morgen. Die machen ganz komische Geräusche. Digga, geht mal Big Mac essen, ihr Fettsäcke, und Brüche machen Geräusche, Alter. Du hörst mich noch, oder? Digga, was ist das, Alter? Radio oder was? Ich weiß, dass dein Name Paul Berger ist. Hallo, Clown, bist du noch hier drinne? Nein. Du kannst meine Stimme in deinem Kopf hören. Alter, verarsch mich nicht, mach die, komm dann aus meinem Auto raus! Hallo? Ja, fahrt sie doch vorbei mit den Taschen, ob ich hier rausgehe und hupe, Alter! Idiot, Mann! Ey, Junge, fahr doch mal weiter, Idiot, Junge! Idiot, Alter! Fahr! Tschüss!
Ey, Leute, ganz komisch, aber nichtsdestotrotz, ich sag euch ehrlich, keine Ahnung. Wir fahren jetzt kurz nach Hause und fahren am nächsten Morgen wieder zum Laden. Ich würde sagen, wir machen heute ein Maggis auf. Oh, ja, wieso nicht, Leute? Ein bisschen Geld machen mit Burgern und so, dann haben wir vielleicht ein bisschen Cash und dann ist alles in Ordnung, Leute, würde ich sagen. Let's go nach Hause, wir sehen uns am nächsten Tag, wenn es wieder hell wird. Nächster Tag ist angebrochen, ich bin jetzt unterwegs zu dem McDonald's, Freunde. Wir müssen uns auf jeden Fall um den Penner kümmern, der da drinnen war. Das ist mein Laden. Ich muss auf jeden Fall auch ein paar Angestellte holen oder so, Leute. Vielleicht einen Burgerbrater, einen Kassierer, einen Kellner, Putzfrau, Putzmann. Also ich sag euch ehrlich, ich werde jetzt einfach als Paul Berger hier im Business starten. Dieser McDonald's war gestern ein bisschen creepy, aber ich schließe jetzt hier mal auf. Hey Tadeus! SpongeBob, geh nach hinten, Mann! Okay, Tadeus. Hallo? SpongeBob, nerv mich nicht. Hey Junge! Tadeus? Was ist denn schon wieder, Mann? Also, ich bin der neue Chef hier, ich hab die Folge. Wie, du bist. Ach Mann, schon wieder ein neuer Besitzer, SpongeBob! Guck mal her, ich hab hier den Portal. Was geht hier eigentlich in diesem McDonald's ab? Hier ist SpongeBob und Tadeus, hier ist der Vertrag. Ich bin Paul Berger, der Eigentümer des McDonald's. Ab heute ist es nicht mehr McDonald's, sondern McDonald's Burger. Mr. Krabs ist hier der Chef. Genau, Mr. Krabs ist der Chef. Du bist gar niemand. Nein, der ist nicht mehr Chef. Jetzt bin ich hier. Wo ist Mr. Krabs? Wo ist Mr. Krabs her? Ich hab keine Ahnung, wo Mr. Krabs ist, Alter. Was wollt ihr von mir? Okay, dann geht's erstmal Gehalt. Mr. Krabs. Hey Leute, dieser McDonald's, der ist verflucht. Alter, beruhigt euch mal! Ja, ich hol den bitte ein! Hol jetzt her, Mann! Hey Leute, ich lauf hier jetzt raus, Mann. Was ist denn hier los, Mann? Alter, ich glaube, der hat mir irgendeine Scheiße verkauft. Ich muss mich jetzt beim Clown beschweren. Ich fahre jetzt kurz rüber zum Clown und beschwere mich. Ich will diesen Laden nicht mehr haben, Alter. Okay, Leute, auf jeden Fall, wir fahren jetzt zu dieser komischen Baustelle zurück. Was ist das denn jetzt? Hä? Ist es der Clown? Nee, oder? Doch, ich glaube, das war der Clown. Ja, ich guck mal. Wir gehen jetzt mal kurz noch zu seinem Haus, Leute. Alles gut, wir gehen kurz zu seinem Haus. Das Haus ist weg. Das Haus ist weg, Leute. Nein, 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 wir müssen schnell hinterher, wartet mal. Okay, Leute, ich muss den einholen. Da vorne fährt er, wir haben ihn, der fährt nicht weg. Hey, bleib stehen, Clown! Hallo! Habt ihr den Clown auch nicht mehr gesehen? Was war das denn? Der Clown ist verschwunden, Leute. Ich weiß nicht, was hier abgeht, Leute, aber es ist ein sehr, sehr komisches, mulmiges Gefühl, Leute. Der Clown ist verschwunden, sein Haus ist verschwunden und der McDonald's ist noch da. Okay, Leute, ich muss jetzt gucken, wo dieser Tadeus und SpongeBob. Ich stell mich jetzt den. Alter, SpongeBob, Tadeus, kommt raus! Ich knall euch ab, Alter! Hä? Wo sind die jetzt, Leute? Ich habe ja meine Waffen dabei eigentlich. In der Küche ist. Hier sind noch frische Burger. Ein paar gemachte Burger, Leute. Okay. Und hier ist. Niemand drinne und hier ist die Kasse. Hä? Hallo, guten Tag, willkommen bei McDonald's. Bestellung bitte. Ja, ich hätte gern eigentlich nur einen Cheeseburger, hallo? Ja, okay, kein Problem, kommt sofort. Ah, danke, danke. So, hier bitte ein Cheeseburger. Das macht, oh, danke. Das macht $4. Ich bin so, das geht, ich gehe wieder. Danke, alles klar. Was passiert hier gerade, Leute? Hallo, guten Tag. Ich hätte gern Big Tasty Bacon. Big Tasty Bacon, kein Problem, Moment, so also hier, Big Tasty Bacon. Ey Leute, die Burger sind aber alle frisch gemacht, Alter, ich glaube, ist das, hier, bitte schön, $10, bitte. Ich komme gerade nicht drauf klar, Leute, was hier gerade passiert, ich habe, hä? Warte, da muss irgendwas nicht stimmen, wer hat die Burger gebraten, Leute? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, ups. Upsi, in der Küche gab es Probleme, Entschuldigung. Was ist denn hier passiert? Alles gut, warten Sie. Du bist doch viel zu jung, um den Laden zu führen, Mensch. Eine Bestellung bitte, bekommen wir McDonald's? Ja, ich will eine Großbestellung machen. Ja, das ich würde gerne 30 Big Macs und 7 Colas bestellen. Okay, ich pack die Big Macs und Colas ein, Leute. Wir packen alles ein, Leute. Ich habe aus Versehen eine Bombe gezündet, Leute. So, hier, ja, bitte schön, eine Bestellung. Dann ist klar. Okay, danke. Ich nehme es so mit. Tschüss. Ciao, ciao. Hey, Leute, das läuft hier ganz normal, aber irgendwas ist hier gewaltig schief gegangen, Leute. Ich sag euch ehrlich, die Burger sind frisch, SpongeBob und Tadeus sind da und der Clown ist nicht mehr da. Hä? Hey, Leute, aber ich sag euch ehrlich, der
Laden läuft super. Ich muss hier jetzt noch ein bisschen die Tische putzen, alles drum und dran. Ich sag euch ehrlich, hier schön alles aufwischen. Zack, zack, zack. Ey, ich habe heute schon über 300 Dollar verdient, Leute. Es kamen noch viel mehr Kunden, als ihr gedacht habt. Und ich habe echt gut Geld gemacht. Ich habe zwar ein bisschen die Küche geschottet, weil ich hier aus Versehen eine Granate gezündet habe. Aber Leute, die Burger werden auch richtig knapp. Wir müssen jetzt anfangen, Burger zu braten, Freunde. Und deswegen, was macht man natürlich? Man brät ein paar Burger, indem man einfach hier einen Pfannenwender schnappt, Leute. Hier, zack, schön Burger braten. So, zap, zarab, zap, zap. Hier den Grill anschmeißen, ganz wichtig. So, Leute, auf jeden Fall hier schön ein bisschen Burger braten und so. Zack, alles easy. Was ist das schon wieder, Leute? Was ist das schon wieder? Wartet mal. Mein Bratpfanne ist runtergefallen. Hier ist niemand, Leute, hier ist niemand. Alles ist gut, alles ist gut. Hallo? Ist hier jemand? Der Laden muss brennen. Egal, wir gehen einfach ganz normal Burger braten. Wir wissen ja schon, hier passieren komische Dinge. Ganz normal schön wieder den Herd anschmeißen. Alles gut, so, zack. Hier anschmeißen. Oh! Hallo, was wollt ihr, was wollt ihr? Kuckuck. Oh. Was passiert da? Verbrüchen! Du schaffst es noch! Warte mal, ich will den McDonald's. Kennst du mich noch, ne? Ja, ich weiß, wer du bist. Ich hab dich am Strand gerettet, da warst du bei der Baustelle, da war ich bei der Baustelle, da warst du weg, damit wollte ich dir den McDonald's zurückgeben. Ja, jetzt mach nicht so weiter, ich hab keinen Bock mehr. Du bekommst gar nichts mehr! Ich hab gehört, Thaddeus hat dir nicht gut getan. Stopp, ich will gar nicht den McDonald's, du kannst ihn haben, ja, ich will ihn zurückgeben. Wie, du willst mal McDonald's nicht? Was soll das? Ich will das nicht. Jeder will den McDonald's. Also, wo hast du mich jetzt hingebracht? Bitte lass mich los und nimm den McDonald's. Okay, pass auf, wenn du den McDonald's nicht willst, dann nehm ich dich einfach. Ist mir egal. Alter, ich will nicht dein McDonald's und so. Jetzt lass mich los, Alter. Ich werde dich einfach gleich aufessen. Verstehst du das? Hey, Leute, der Clown dreht komplett durch, Alter. Ich hab hier nichts daneben gerannt. Ich hab nur Leben gerannt, du Idiot, Alter. Wer du bist. Ich hab Hunger, Mann, und deswegen werde ich dich essen. Langsam wird's wirklich brenzlig, Leute. Alter, lass mich doch jetzt los, Mann. Was willst du von mir? Was ist passiert? Max! Oh mein Gott! Wow! Max! 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 Woher wusstest du, dass ich hier bin? Du hast doch diese rote Krawatte immer an, ne? Ja. Ja, irgendwann, als ich gemerkt habe, dass du immer nur Scheiße baust und Schule schwänzt, habe ich irgendwann einen Peilsender in deine rote Krawatte eingebaut. Alter, du weißt gar nicht, was passiert ist. Also, ich hab einen Clown gerettet, dann hab ich einen McDonald's gehabt, dann war der Thaddeus und SpongeBob, dann war der Laden komisch, dann wollte ich ihn nicht mehr haben, dann wollte ich ihn zurückgeben, der Clown war weg. Und plötzlich war ich dann hier, die kam mich kaputt geschlagen und dann hast du mich gerettet. Ja. Aber ich hasse heute einen McDonald's, Alter! Ja, und jetzt weißt du, warum ich dir keine 500.000 gebe, weil du irgendwie eh nur Scheiße baust. Ja, ich konnte doch nichts dafür, Max. Genau deswegen, bevor sowas passiert, kannst du mir vielleicht mal ein bisschen Geld geben für ein Business. Paul Berger, du willst wohl nach Hause laufen. Na gut, dann nicht. Ey, Leute, was ist denn gerade passiert? Paul Berger hatte einfach seinen eigenen McDonald's, Leute, und alles ist komplett eskaliert. Da waren Clowns, da war SpongeBob, da war Thaddeus und... Ja, wir hatten kurz einen eigenen McDonald's, aber unser großer Bruder hat uns gerettet. Ganz komisches Ding, Leute, dass daraus lernen wir kein McDonald's haben, Leute. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt mir in die Kommentare, was soll ich für ein Business machen, damit ich mal nicht so komische Sachen erlebe, Leute. Das war mir echt gerade zu creepy, Leute, alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao.